begrüßen euch zu diesem spektakulären Video. Heute ein Thema vom Feinsten für alle Leute da draußen, wirklich. Nämlich die 3 Date-Life-Hacks, liebe Freunde. Wir haben uns 3 Dating-Lifehacks rausgesucht, von denen wir meinen auf jeden Fall, dass man da Erfolg bei den Girls oder bei den Boys, je nachdem, da draußen hat. Und ich fange einfach am besten direkt an. Wir haben früher, als wir in der Heimat wohnten, haben wir immer so gesagt, yo, diese beste Methode wäre wirklich, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Date hat und das ist so ein typisches Setting, man lädt seine Herzensdame so ins Kino ein, dann ist man da zusammen im Kino, dann haben wir gesagt, man müsste das arrangieren, dass zum Beispiel jetzt Jagis und André wären solche Einbrecher, die kommen dann, wollen diese Tasche von dem Mädchen von an meiner Seite halt klauen und ich stehe dann als Held da und schlage diese Einbrecher quasi was in die Flucht. Das hätte zu 100% das ist garantiert. Aber schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir testen es nämlich jetzt aus. Okay, seid ihr bereit? Die kommt gleich. Habt ihr die Outfits? Ja, warte. Okay. Warte, ich komme dann mit ihr um die Ecke und dann überfallen wir sie. Okay. Ach, Baby. Ganz ruhiger Tag heute, ne? Ja, es alles ist wunderschön. Komm, Überfall! Komm, gib mir das Geld! Schatz, keine Panik. Es gibt kein Geld für euch. Verpisst euch, ihr Wichser! Ich mach euch so eiskalt fertig, das könnt ihr mir glauben. Wollt ihr Stress oder was? Das ist ein Überfall! Wenn ihr hier seid, wer ist das denn? Zum Schild, lass ab! Ja. Los. Toll, dieser Lifehack hat ja nicht geklappt. Pass mal auf. Ah, mein Auge! Schatz, egal ob du am Boden liegst, für mich bist du mein Held. Oh. Habe ich wieder einen Witz gerissen, also, Freunde. Das so ist. Die folgende Lifehack-Methode kennen sicherlich viele von euch aus, zum Beispiel How I Met Your Mother. Und zwar ist das der nackte Mann. Oh. Den kenne ich. Man begrüßt also sein Date komplett nackt, hat dann da die Chance, entweder yo, es geht sofort zur Sache, oder halt nicht. Was passieren kann, wenn man den blinden Mann praktiziert? Den blinden Mann! Den nackten Mann, liebe Freunde, das sehen wir jetzt, was da passieren kann. Oh, wo bleibt ihr denn? Vielleicht sollte ich mich schon auch... Oh. Hallo? Hey, ich bin's. Ja, komm hoch. Nice, jetzt sei schnell, Alter. Hä, wieso ist hier so schnell? Hallo, Herr Schiebler. Frau Bobbe-Bolzen, was machen Sie hier? Ich wollte einfach nur mal fragen, ob Sie... Oder ist das etwa eine Einladung zum Geschlechtsverkehr? Ich kann natürlich auch meine Dritten rausnehmen und dann kann ich hier ein lutschen. Oh, stopp, nein! Nochmal. Fliegender Wechsel! Husch, liebe Freunde! Ja, weil ich da eben saß. Saß da auch schon. Egal. Was egal. Liebe Freunde, ich erzähle euch jetzt mal den Besten. Ihr kennt doch bestimmt alle ein Aphrodisiakum. Ihr wisst ja bestimmt, was das ist. Hä? Kenn ich nicht. Liebe Freunde, ein Aphrodisiakum ist ein betörendes und luststeigerndes Mittel, was man ins Essen der Frau kippt. Und wenn die es dann zu sich nimmt, hat sie Bock auf hemmungslosen, geilen Sex. Hä? Verstehe ich nicht. Freunde, ich werde diesen Lifehack gleich mal ausprobieren. Und was dabei rauskommt, seht ihr jetzt. Nach einer langen, langen Werbeunterbrechung. Die sehen Sie nun. Kennt ihr das? Nach einem langen Schultag tut eure Schulter weh? Nicht mit dem Crime Bag. Crime Bag. Die beste Entscheidung meines Lebens. Oh Mann, ich freue mich so, dass es geklappt hat. Ja. Möchtest du eigentlich was zu trinken haben? Ja, warum nicht? Oh, wenn sie das gleich trinkt, dann verliebt sie sich in den Ersten, den sie sieht. Und das werde ich sein. Ist alles okay? Ja, dein Trinken. Danke. Ich gehe kurz auf Klo. Oh, ganz schnell noch frisch machen, wenn sie mich gleich sieht. Dann gehört sie mir. Oh, Scheiße, da ist der Hälfte. Jo, halt deine Fresse und bleib sitzen. Sitzen bleiben, Mann. Setz dich wieder hin. Hey, sag mal, was ist hier so laut? Du schon wieder? Liebe Freunde! Das war
eure Zeit zu abonnieren, liebe Freunde. Das könnt ihr auch. Liebe Freunde, wenn euch die Lifehacks geholfen haben oder ihr auch schon mal sowas in Erwägung gezogen habt, dann drückt hier auf Abonnieren. Und da unten befindet sich ein Lifehack. Testet den mal. Der nennt sich der Daumenhack. Der Daumenhochhack. Das war's, liebe Friends. Bis dann. Wir sehen uns mal wieder, Freunde. Das war's für diese Woche, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Und wenn nicht, dann nicht. Da, 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 da. Das hab ich auf Kamera. Alter.